Russland, Winter 1941-42. Die Fronten waren in Eis und Schnee erstarrt. General Winter regierte. Fenster zu, es zieht. Verfluchter Mist, los, raus! Leck mich am Arsch. So tief war er auch wieder nicht. Mach's Fenster zu, es zieht! Welcher Vollidiot hat denn seine Karre da stehen gelassen? Soll ich die Chasselaus in den Graben quetschen? Quatsch, halt lieber an! Offiziersgepäck! Wem gehört der Karren da draußen? Tür zu. Wem der Karren gehört, habe ich gefragt. Bist du da, Oka? Das ist kein Karren, das ist ein Doppelkapitän. Komm raus und fahr deine Nuckelpinne zur Seite, die steht uns im Weg. Hallo. Da kann jeder vorbei. Hallo. Du kommst sofort raus, sonst fahre ich deine Staatskarosse in Klump, Mensch. Hören Sie nicht, dass ich hier telefoniere? Das höre ich. Hören Sie nicht, dass Sie einen Offizier vor sich haben? Doch, das sehe ich. Ich bin Hauptmann. Jawohl, Herr Hauptmann. Wir haben einen Fahrer, keine Befehle zu erteilen. Wenn hier einer befiehlt, bin ich es. Bitte Herrn Hauptmann, gehorsamst bitten zu dürfen, dem Kraftfahrer von Herrn Hauptmann den Befehl zu erteilen, dass der Kraftfahrer von Herrn Hauptmann den Kraftwagen von Herrn Hauptmann freundlichst zur Seite fährt. Wie heißen Sie? Asch. Dienstgrad Einheit. Wachtmeister, 3. Batterie, 3. Artillerieregiment. Ah. Wissen Sie, wer Ihr Batteriechef ist? Oberleutnant Wedelmann. Das eben ist Ihr großer Irrtum. Ihr Batteriechef bin nämlich ich. Zwar seit heute. Na, was sagen Sie jetzt? Da wird sich die 3. Batterie aber mächtig freuen. Hoffe ich. Scheint ja ein ziemlicher Sauhaufen zu sein. Wird da schon Schwung reinbringen. Schwung und Disziplin. Sie warten draußen, ich werde selber feststellen, ob er kann, an meinen Wagen vorbeikommt oder nicht. Jawohl, Herr Hauptmann. Hallo. 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 Hallo, AOK. Ist dort AOK? Komm rein, das dauert länger. Macht da irgendein Armleuchter Schwierigkeiten? Hä? 0815 Betrieb. Komm wohl vom Mond, hä? Nee, aus der Heimat. Ist doch derselbe Mensch. Mach die Klappe zu. Bist hier nicht zu Hause. Können Sie nicht draußen warten? Alle Fresse. Wie der Herrn Hauptmann melden Sie dürfen, dass es draußen kalt ist. Ich habe gesagt, draußen warten! Merken Sie sich ein für alle Mal. Bei mir wird jeder Befehl bedingungslos ausgeführt. Jawohl, Herr Hauptmann. Na endlich! Bitte, Herr Major Beer! Tag, Richard! Bitte! Hauptmann, bitte! Was staunst du, was? Naja, ist ein ziemlicher Sauhaufen hier, aber das blieb ja schon wieder hin. Hör mal, was ich sagen wollte. Was macht denn die kleine Lisa? Lisa Ebener. Hat geklappt? Das ist ja toll. Und ausgerechnet unser Frontabschnitt? Hast du großartig gemacht. Bist herzlich eingeladen, wenn wir uns von Lisa Wehr betreuen lassen. Von Lisa immer, was? Ja, ja. Oberleutnant Wedelmann zu Herrn Oberstleutnant befohlen. Verbrechen Sie sich mal keine Verzierung, Herr Wedelmann. Bedienen Sie lieber mein Grammophon. Na, halt nicht die Seite. Die ist ganz verkratzt, die andere.
Aber vorsichtig, vorsichtig. Das ist die einzige Platte, die ich noch habe. Na, was sagen Sie zur Lage? Seit 4 Monaten unverändert, Herr Oberstleutnant. Ein kluges Kind. Das sprechen Sie ruhig aus. Ihrem dämlichen Kommandeur müssen Sie immer alles deutlich sagen. Sobald Tauwetter eintritt, bleibt der ganze Nachschub im Matsch stecken. Also? Der ganze Bogen muss sofort um mindestens 40 Kilometer zurückgenommen werden. Bravo, bravo. Meine Rede schon seit Monaten. Na, und warum geschieht das nicht? Der Führer wird seine Gründe haben. Ja, und der Hauptgrund lautet, der deutsche Soldat gibt kein Fußbrett Ehre preis. Ohne Rücksicht auf Verluste an Menschen und Material. Das ist das Neueste an moderner Kriegführung. Bloß die modernen Waffen für so eine Kriegführung, die kriegen wir nicht ran. Aber hat der Scheißkrieg kaum richtig angefangen. Wenn ich nicht mehr an den Führer glauben kann, woran soll ich mich dann halten? Wenn ich mal Scheiße sage, müssen Sie nicht gleich an Nationalsozialismus denken. Hallo, was ist denn mit dem AOK? Besetzt. Was machen denn die neuen Funksprechgeräte? Angefordert sind sie schon seit Monaten, Herr Oberstleutnant. Ja, jetzt habe ich aber bald genug, Sie. Wenn der Krieg sich wieder auf die Socken macht, dann brauche ich die neuen Funksprechgeräte. Die alten sind nicht beweglich genug, verstehen Sie? Und auf die Strippen lässt er noch weniger Verlass. Das soll mir nicht normal passieren, wie beim letzten Angriff, wo jede Batterie sich selbstständig macht. Und ich sitze da wie Pik 7 und kann mich totbimmeln, nur weil alle Kabel zerrissen sind. Auf dem Dienstwege sehe ich schwarz. Das funktioniert wohl nicht mehr so ganz richtig, was? Da muss man eben organisieren. Das kann ich. Beziehungen muss man haben, die habe ich. Unter die Schieber muss man gehen, wie all die anderen Knaben, die da an der Quelle sitzen. Das tue ich auch ab heute. Hallo, was ist denn mit dem AOK? Noch besetzt ist denn sowas die Möglichkeit. Willmann, ich brauche einen absolut zuverlässigen Mann, der mir die Geräte samt Bedienungsmannschaft in der Heimat organisiert und auf schnellstem Wege hierher schafft. Für Hin- und Rücktransport sorge ich, per Flugzeug. Ich habe überall meine Freunde sitzen. Ich bitte um Vorschläge. Vielleicht Vierbein. Unteroffizier Vierbein. Vierbein? Er hat schon lange einen kleinen Heimaturlaub verdient. Mhm. Und er hat sich ganz gut gemacht in letzter Zeit, ne? Aber glauben Sie, dass Vierbein der richtige Mann ist für den Papierkrieg da in der Heimat? Stimmt, Herr Oberstleutnant. Hallo, also ich sage ihm, wenn ich... Ist frei, na, endlich. Aber würden Sie mir vielleicht gütigst mitteilen, wer so seit langer Zeit durch seine unerwünschten geheimen Dienstgespräche die Leitung blockiert hat? Wer? Ein Hauptmann Witterer. Ach, das ist ja sehr interessant. Wo wollen wir mal sehen? Mensch, das ist ja Platz! Da kann man ja ein Schloss mit 100 Zimmer hinbauen! Los, fahrt ihr an! Jawohl, Herr Hauptmann! Mann, sind Sie verrückt geworden? Der Schnee hat nämlich heute das große Loch da verdeckt. Was, Sie kannten das Loch? Aber ihr wisst doch, ich kenne alle Löcher in der Umgebung, nur den neuen noch nicht. Da fahren Sie einfach rein, Sie Idiot! Jawohl, Herr Hauptmann, da kenne ich nichts. Bei mir wird nämlich jeder Befehl bedingungslos ausgeführt. Übrigens, was ich Ihnen noch sagen wollte, Wedelmann, da wird in Kürze einer aufkreuzen, ein gewisser Hauptmann Witterer. Der war beim OKH, die linke Hand von der linken Hand von so einem hohen Tier im Transportwesen. Ein schöner Posten. Aha. Bloß für die Heldenbrust springt nicht allzu viel dabei heraus. Dann haben sie die schöne Sitte eingeführt, jeder muss man für kurze Zeit an die Front. Ich habe ihn nicht angefordert. Und was soll er hier bei uns? Also, dieser Hauptmann Witterer, der... Prost, Wedelmann. Prost, Herr Oberstleutnant. Übernimmt die dritte Batterie. Meine Batterie? Treten Sie Ihrem alten Kommandeur getrost in den Hintern. Herr Oberstleutnant, haben mir immer versichert, meine Batterie sei die beste der Abteilung. Stimmt. Drum bleiben Sie auch vorläufig bei mir als ZBV und sorgen dafür, dass der Knabe die Batterie nicht allzu sehr versaut. Ja, aber... Bin ich verstanden worden? Jawohl, Herr Oberstleutnant. Sind wir bald am Arsch der Welt? Jawohl, Hauptmann. Thank you.
Rotznese. Schweinehund. Was? Nicht böse sein. Oluschka kann nur dieses eine Wort in Deutsch. Es denke nichts dabei. Aber du sprichst ganz gut Deutsch, Matka, was? Ich Tante von Kind. Gestern ich erst bin gekommen. Aha, das ist gut. Das ist хорошо. Du Tante. Und ich Onkel, hm? Danke. Wo ist die Schreibstube? Da drüben, Hauptmann. Gut, besorgen Sie mir sofort einen Wagen. Ich muss zum Kommandeur. Wagen vor Schreibstube vorfahren. Gepäck in meiner Unterkunft. Jawohl, Hauptmann. Ein flotter Herr. Arsch mit Ohren. Gepäckmarsch? Pfeifenkopf. Schöner Karren. Aha. Frisch besorgt? Ja. Das ist genau meine Kragenweite. So. Verdammt kalt heute, was? So. Benediktiner, echter, noch aus Frankreich. Stimmt. Das ist für die Munitionsstaffel. Stimmt. Was kriegst du dafür? Nicht. Schön doof. Bist du ZPV? Na und? Du bist doch für einen ganzen Haufen da, nicht bloß für die Munitionsstaffel. Ein für allemal, Platzig. Der Sechstonner ist und bleibt für die Munitionsstaffel. Mensch, sprich da bloß keinen ab. Warst doch sonst ganz normal. Und jetzt machst du auf scharfen Krieger. Noch lang nicht so scharf wie du auf dem Kasernenhof. Aber die scheiß Muni, was, die ist dir wichtiger. Als genug zum Fressen. Nee. Aber ein leerer Magen ist mir lieber als ein Loch im Kopf. Letztes Angebot. Ein Führerpaket. Von mir. Freie Auswahl. Und den Sechstonner für meinen Laden. Und jetzt? Letztes Wort? Ja. Gut. 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 Sie übernehmen die dritte Batterie. Das ist die beste Batterie der Abteilung. Ich danke, Herr Oberstleutnant, für das besondere Vertrauen. Nicht zu danken, aber apropos Vertrauen. Das Vertrauen ist die Basis der Zusammenarbeit an der Front. Sie kommen doch vom Transportwesen. Jawohl. Sie sind ja wohl bekannt, dass auf einen Mann, der kämpft, ungefähr 12 für Nachschub und Verwaltung kommen. Eine Batterie ist aber nur dann gut, wenn alles, was geschieht, auf den Mann ausgerichtet ist, der kämpft. Das war bei Oberleutnant Wedelmann so und ich hoffe, das wird sich bei Ihnen nicht ändern. Herr Oberstleutnant, es ist für mich eine Ehrensache, diese Batterie übernehmen zu dürfen. Wenn es eine Ehrensache für Sie ist, dann bin ich ja beruhigt. Ich danke Ihnen, Herr Hauptmann. Herr Oberstleutnant Rosen, Vierbein ist da. Ja, rein mit ihm. Kommen Sie rein, Unteroffizier. Unteroffizier Vier, was? Ballarbeit hier. Stellen Sie mal die Knarre in die Ecke. Dann kommen Sie her. Hier trinken Sie einen Schluck. Setzen Sie sich. Hat Oberleutnant Wedelmann Sie informiert? Jawohl, Herr Oberstleutnant. Und passen Sie mal gut auf, was ich Ihnen jetzt sage. Wenn Sie unterwegs mal irgendwo Schwierigkeiten kriegen sollten, mit denen Sie absolut nicht fertig werden können, dann... Ich habe Ihnen hier auf einen Zettel ein paar Namen und Adressen aufgeschrieben. Den Zettel dürfen Sie aber nicht verlieren. Der darf nicht in andere Hände kommen. Dann gehen Sie also zu einem dieser Herren, stoßen Sie sich nicht dran, wenn die zu Anfang sehr misstrauisch sind, und sagen Sie ihnen ganz einfach, ich hätte sie geschickt, und ließ fragen, ob die Schornsteine noch rauchen. Dann machen Sie nicht so ein dummes Gesicht wie ihr, weil es ist doch ganz einfach zu merken, wenn es auch ein bisschen blödsinnig klingt. Die Schornsteine rauchen noch. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Dann trink mir nicht. Ja.
Eintritt ist hier für jedermann verboten, wenn ich nicht da bin, Werktreu. Das gilt auch für dich, merkt er das? Du bist ja da. Wie du der Mauser da hast, Mensch, da stolpert immer wieder drüber. Aber nicht du so mager bleibst bei der Kost. Dünn, aber emsig. Ich such dich schon seit 10 Minuten. Ja, ich dich auch. Wir kriegen nämlich einen neuen Batteriechef. Ach nee. Mhm. Ja, das kann mir schon passieren bei dem Lager. Meinst du dich aber mehr für Weiber zu interessieren? Ja, kann ich mir auch liefern. Aber scheint aber was ganz Besonderes im Auge zu haben. Es wäre nur ein Wort. Wehrbetreuung. Hat sich bei mir schon nach einem besonders zuverlässigen Mann erkundigt. Na und? Das bin ich doch. Stimmt. Das habe ich mir auch schon beigebracht. Hör mal, Werktreu. Eine Hand wäscht die andere. Platzig macht alles. Aber nicht umsonst. Ich will den neuen Sechstonner für den Verpflegungsboss haben. Da spurt doch Redelmann. Aber der ist doch dann abgemeldet. Werktreu, man muss doch wissen, wer am Trigger sitzt. Kambrang? Sondermeldung? Nö, Sodbrennen. Mhm. Wie heißt es eigentlich? Kowalski, Hauptmann. General Kowalski? Leider nur Kowalski, Hauptmann. Ehrendienstgrad, Mensch. Stabsgefreiter, Hauptmann. Wieso sind Sie nicht rasiert? Ärztliches Attest. Das russische Klima bekommt man Teng nicht. Ich bin nämlich von Natur aus sehr zart, Herr Hauptmann. Quatschen Sie nicht. Los, etappen Sie dich. Kommandatur. Jawohl, Hauptmann. Scheiß. Hier warten! Hey, Sie da! Ist Ihnen der Führerbefehl nicht bekannt? Dass an der Front die Unteroffiziere die Stabsgefreien zuerst zu grüßen haben. Du Knecht. Immer warten, was? Eisbähne. Schon früher. Du Schieber. Hast wieder was vor mit dem Etappenbullen, ne? Was macht denn der neue Chef da drin? Geheime Kommandosache. Weiber, was? Das geht dich ja noch stand. Wenn sich der Chef ein paar Weiber zulegt, bin ich zuständig. Du Kuli, wenn der sich für Weiber interessiert, dann sind das Damen, dann ist dein Typ nicht gefragt. Denk's wohl deiner, hm? Früher als scharfer Schleifer mal, vielleicht. Aber jetzt, als Konservenheini, Mann, je los. Ah Mensch, die sind doch vom Theater, denen musst du doch was bieten können. Na wie's? Los? Fragst du, was sie wollen? Wenn du nicht rausfliegst, eine Pulle Schnaps für dich. Geritzt. Kowalski und rausfliegen. Hier. Abwarten. Entschuldigen Sie, Lisa, es ist wirklich entsetzlich primitiv hier. Aber es wird sich ändern. Sie werden mit mir zufrieden sein. Ich werde Sie nur bequem machen. Ich werde Sie schrecklich verwöhnen. Warum tun Sie das eigentlich, Herr Witterer? Aber Lisa, ist doch selbstverständlich. Durch mich sind Sie doch schließlich hierher gekommen, nicht? Dabei kennen wir uns doch kaum. Ja, allerdings, ja. Uns ein einziges Mal gesehen. Ja. Auf irgendeiner Gesellschaft. Ich erinnere mich ganz genau. Sie wollten unbedingt etwas für unsere Soldaten tun. Am liebsten Wehrbetreuung. Und Sie ließen Ihre Verbindungen spielen. Ihr Wunsch ist mir eben Befehl. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Das freut mich. Es wird ein großes Erlebnis für mich sein. Das hoffe ich. Und was in meinen Kräften steht, soll geschehen, Kindchen. Schlaf, mein Junge. Hier richtig? Sie haben doch nicht etwa angeklopft. Nee. Haben Sie gehört, dass es sowas gibt? Oh, ihr hört schon, aber ich bin ein bisschen aus der Übung. Dann würde ich mich schön langsam wieder daran gewöhnen. Was können wir für Sie tun, Herr... Kowalski, Bruno Kowalski. Aber bitte, Herr Kowalski. Darf ich wissen, welches Parfüm Sie benutzen? Und was wollen Sie noch wissen? Ich suche meinen Hauptmann. Hier ist kein Hauptmann. Vielleicht ist er bei mir im Bett. Oh, ich kann mir mal nachsehen. Also, was wünschen Sie? Kann ich mir schon denken. Nicht alle wollen das, was du denkst. Ah. Haben Sie eine Ahnung, Fräulein? Charlotte. Ich heiße Viola. Diese Art von Greg ist was für Bruno, wa? Das glaube ich, ja. Hey. Na, ihr wisst doch, ihr sollt in deinem Zimmer keine Herrenbesuche empfangen. Sie haben doch nicht etwa angeklopft, wa? Der Herr sucht seinen Hauptmann. Wahrscheinlich ist er bei Lisa. Wiedersehen. Wiedersehen. Um die Ecke
Tür nichts. Für Sie würde ich mich vielleicht sogar rasieren. Übernehmen Sie sich nichts. Das sind Damen. Oh. Seien wir doch nicht so formell. Sagen Sie ruhig Paul zu mir. Wollen Sie denn hier? Ich möchte fragen, wie lange ich noch warten soll, Hauptmann. Das bilden Sie sich ein. Ich habe jetzt genug von Ihren Frechheiten. Wo denken Sie eigentlich, dass Sie hier sind? Damengesellschaft, Herr Hauptmann. Ich werde Sie draußen machen, bis ich komme! Jawohl, im Wehrmachtsheim. Da kann ich in der Zwischenzeit was trinken. Sie haben als Fahrer nichts zu trinken. Kaffee, Herr Hauptmann. Der wärmt. Nehmen Sie einen Schluck. Sozusagen als Gruß der Heimat an die kämpfende Front. Verbindlichen Dank, meine Dame. Ich werde an der Front von Ihnen so rühren müssen. Nur mal raus. Wir sprechen uns noch. Jawohl, Hauptmann. Entschuldigen Sie, Lisa, aber die Kerle sind an der Front vollkommen verludert. Höchste Zeit, dass ich Sie ein bisschen auf Draht bringe. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Wir wollen uns doch dadurch nicht in unserer reizenden Konversation stehen lassen. Zentnerschwere Weiber können ja stemmen und nicht den Haufen schmeißen, was? Aber ich verziere es nicht. Auf, Mann, du, was? Da geht doch diese Frau mit. Ach, Sie wollen wohl nicht, was? Was soll ich, was? Was? Alles wegen diesem Roman an die Wand. Was? Was wollen Sie jetzt? Auf Sie muss ja der Heldentod geradezu der Erlösung sein. Wieso der Grause will ich! Achtung! Schön! Dreimal Kirschkuchen, 150 Gramm Brot, da fehlen 15 Gramm Fett. Da liegen Sie doch. Ach ja. Ein Bier, zwei Gramm. Moment. Verzeihen Sie bitte, könnte ich Fräulein Ingrid Asch sprechen? Fräulein Asch ist nicht da, sie hat Dienst im BDM. Ist Herr Asch vielleicht da? Auch nicht, der ist auf einer Sitzung der Fachschaft. Soll ich was ausrichten? Nein, bitte nicht. Ich komme später wieder vorbei. Weißt du, wer das war? Ich glaube, ihr Verlobter. So. Elisabeth! Hannes! Ich wollte gerade zu dir. Ist was mit Herbert? Gar nichts. Ich soll dich sehr herzlich von ihm grüßen. Danke. Du hast Urlaub? Nein, ich bin nur für ein paar Tage abkommandiert. Wenn es Urlaub gäbe, wäre Herbert viel eher dran. Wie geht's ihm denn? Gut. Wir stehen hier so rum. Kannst du nicht ein Stückchen mitkommen? Ich muss mich gerade auf die Karten stellen. Herbert sagte mir, ich soll ihm genau beschreiben, wie sein Kind aussieht. Ach, der soll sich bloß nichts einbilden. Es sieht aus wie jedes andere Baby auch. Mal wie Churchill und mal wie Molotow. Jetzt schläft's. Dann sieht's allerdings genau aus wie Herbert. Ich hab's am liebsten, wenn's schläft. Wächst nicht auf. Es braucht nicht gleich ein Gewehr und einen Stahlhelm zu sehen. Ja, richtig. Entschuldige bitte. Du musst es verstehen. Ich bin natürlich in Wirklichkeit ganz krank vor Sehnsucht nach Herbert. Und ganz krank durch diesen Scheißkrieg. Herr Vierbein, Sie leben noch! Oder erscheinen Sie vielleicht nur als angenehmer Schreck in der Abendstunde? Wenn Sie erlauben, so möchte ich Sie Ihnen gerne... Sie kriegen alles, was Sie möchten. Kommen Sie rein. Oder glauben Sie etwa immer noch, ich beiße? Kommen Sie mit. Entblößen Sie sich erst mal. Nur keine falsche Scham. Schmeißen Sie alles daher. Oder können Sie ohne Ihren Kind nicht leben? Ich wollte Ihnen eigentlich nur... Ach, Sie wussten doch eigentlich nie richtig, was Sie wollten. Oh, weia, EK1. Da wird sich Schulzen aber ärgern. Bei ihm hat's nur zum KVK gelangt. Das poliert er aber dafür täglich mit Sidol. Nur keine Angst. Schulzen ist den ganzen Tag in der Kaserne. Da fühlt er sich wohl, da kann er einen wilden Mann spielen, wie früher. Schön haben Sie es hier. Schön? Naja, Sie wissen ja, es kommt immer drauf an, mit wem man drin wohnt. Sogar einen Flügel. Ja, der gehört mir nicht. Den hat jemand bei uns eingestellt. Ach, richtig, ja, Sie sind ja Musiker. Wenn Sie wollen, bitte, bedienen Sie sich. Vielleicht bringt Sie das in Stimmung. Nein, ich habe Ihnen was mitgebracht. Mit einem herzlichen Gruß von Oberleutnant Wedelmann. Ausdrücklich für Sie. Für mich? Ich habe mich schon so gefreut, dass Sie daran dachten, mich zu besuchen.
Jetzt hat Herr Wedelmann auch an mich gedacht. Ich habe die Staffelführer zusammentreten lassen, damit sie alle Gelegenheit haben, mich kennenzulernen. Die dritte Batterie gilt als die beste der Abteilung. Das soll auch so bleiben. Was an mir liegt, werde ich tun, sie zur besten Batterie im ganzen Regiment zu machen. Leider musste ich feststellen, dass die Disziplin in dieser Batterie katastrophal ist. Kampfkraft scheint mir hier wichtiger als Disziplin. Das eine bedingt doch das andere. Jedenfalls sehe ich mich zu meinem Bedauern gezwungen, bereits heute die erste Disziplinarstrafe aussprechen zu müssen. Stabsgeweihter Kowalski. Jawohl, Hauptmann. Stabsgefreiter Kowalski zur Stelle. Ich bestrafe den Stabsgefreiten Kowalski mit 3 Tagen geschärften Arrest, weil er sich wiederholt zu seinem Batteriechef, renitent, herausfordernd und disziplinarwidrig benommen hat. Jawohl, Herr Hauptmann. Cheffahrer sind Sie natürlich die längste Zeit gewesen. Ab heute keine Submission. Wegtreten. Cheffahrer wird der beste Fahrer der Partie. Beste Fahrer der Batterie ist Kowalski, Hauptmann. Bei mir nicht. Käme höchstens noch der gefreite Dammhirsch in Frage, Herr Hauptmann. Gut, lassen Sie ihn kommen. Krause, Dammhirsch soll kommen. Jawohl, Herr Professor. Nächster Punkt. Wie lange reicht unser Kraftstoff aus? Für 2 bis 3 Wochen, Herr Hauptmann. Waffen? Vollzählig, Herr Hauptmann. Munition? Für ungefähr 4 Wochen. Verpflegung? Für 2 bis 3 Monate, Herr Hauptmann. Wie ist das möglich? Morgen gibt's Sauerbraten mit Klößen, Herr Hauptmann. Am Sonntag sind frische Semmeln geplant, mittags gibt's Entenbraten. Das macht alles meine Batteriekolchose. Ihre was? Meine Batteriekolchose, Herr Hauptmann. Sie müssen sich meinen Betrieb mal ansehen. Ich muss nie, aber ich werde es tun. Verlassen Sie sich darauf. Herr Hauptmann, können Sie sich immer auf mich verlassen. Hier warten. Komm mal her, du doofe Nuss. Wenn du Cheffahrer wirst, musst du Bescheid wissen. Der Karren da hat nämlich die dämliche Angewohnheit, immer wenn ein Loch sieht, reinzufahren. In ein Loch? Wohin denn sonst, du Hirsch? Wenn der Karren nicht reinfährt, ist irgendwas nicht in Ordnung. Zwischen uns beiden nämlich. Bin ich verstanden worden? Das kostet aber eine Kleinigkeit. Das kostet genau 1 Liter Schnaps. Abzuholen, wenn ich wieder Cheffahrer bin. Klar? Klar. Gut. Ich frage mich, wie ist es möglich, dass hier so viel Munition gestapelt liegt? Die ist doch nicht zum Verrotten da. Die Munition verrottet nicht, die ist vorschriftsmäßig gelagert. Sie tun genauso, als hätten Sie noch nie etwas vom Krieg gehört. Was ist denn hier eigentlich los? Wird überhaupt nicht geschossen? Kein Morgengruß? Kein Abendsegen? Drüben haben Sie in unserem Abschnitt keine Artillerie und die Infanterie liegt auf beiden Seiten in elenden Drecklöchern. Da sind Feuergefechte einfach sinnlos. Sind wir im Krieg oder wird hier Mensch ärgerlich sich nicht gespielt? Auf jeden Fall möchte ich empfehlen, keine Einzelaktionen zu unternehmen, ohne vorher den Kommandeur der Infanterie zu verständigen. Der Kampfgeist unserer Infanterie ist Gottlob über allem Zweifel erhaben. Ich werde dafür sorgen, dass dies bald auch von uns gesagt werden kann. Auf alle Fälle habe ich mir die Personalpapiere der Staffelführer geben lassen. Diverse Veränderungen werden sich wohl kaum vermeiden lassen. Merken Sie sich das. Mahlzeit, meine Herren. Was willst denn du noch hier? Stabsgefreiter Kowalski bitte seine Strafe antreten zu dürfen. 3 Tage sitzen, und zwar sofort. Und nun mach aber bloß, dass du rauskommst. Wir sprechen uns noch. Du hast wohl Hummeln im Arsch, was? Fahren Sie schon lange? Jawohl, Herr Hauptmann. Machen Sie doch endlich auf diesen Dreck da, Schweinerei, Himmel, Arsch und Zwirn. Ich denke, Sie können fahren, Sie Rindvieh. Jawohl, Herr Hauptmann. Verfluchter Mist, das nennt er fahren, dieser Trottel. Depp. Scheibstube! Hauptmann? Anderer Fahrer! Kowalski, Hauptmann! Nein, bin der beste Fahrer der Batterie! Ah, das ist Kowalski, Hauptmann! Das ist nicht Kowalski! Jawohl, Hauptmann! Was ist los? Benzin ist alle, Hauptmann. Mensch, bei einem piept's wohl! Was jetzt? Benzin holen, Herr Hauptmann. Wie lange dauert das? Oh, nicht lange, Herr Hauptmann. 2, 3 Stunden. Idiot. Jawohl, Herr Hauptmann. Will der Herr Hauptmann, dass ich eigentlich nicht fahren darf? Wieso?
Laut Disziplinarstrafordnung muss der Strafvollzug sofort ausgeführt werden. Wird Ihnen auch nicht geschenkt, verlassen Sie sich drauf. Darum müsste ich auch gebeten haben, Herr Hauptmann. Passen Sie lieber auf die Löcher auf. Jawohl, Herr Hauptmann. Den Kommandeur willst du sprechen? Einfach so, so? Du kommst vom Mond, was? Mach keine dummen Witze. Ich komme von der Front. Ach, das ist doch dasselbe. Das ist Jacke wie Hose. Ich bin doch sicher vom allgemeinen Dienst befreit. Wieso? Na ja, ich habe wegen der Urlaubssperre zwar nur Kommandiertenpapiere, aber... Mein Lieber, das muss der Herr Oberleutnant persönlich entscheiden. Da kann ich nicht machen. Bleib mal da. Moment. Ja. Unteroffizier Vierbein bittet Herr Oberleutnant sprechen zu dürfen. Was denn? Doch nicht etwa unser Vierbein? Ja, Vierbein! Alter Milchknabe! Frost, entziehen Sie sich noch an unseren kümmsten Rekruten? Vierbein, auch schon Unteroffizier. Na nun, EK1. Unteroffizier Vierbein kommandiert zur Artillerieersatzabteilung zur Abholung von Mannschaften und Geräten. Meine Schule, Frost. Sehen Sie, ganz meine Schule. Jawohl, Herr Oberleutnant. Prima. Wofür haben Sie denn das da gekriegt? Ich habe Panzer abgeschossen. Wie viele? 7. Na, sowas. 7 Panzer. Na, haben wir sie doch noch zurechtgebogen? Hatte Ihre Erziehung doch keinen Sinn gehabt, was? Dann müssen Sie doch selber zugeben, Vierbein, nicht? Na, gehen Sie mal her. Na, verstehen Sie nicht? Sie weisen Knabe, Ihre Papiere, Ihre Unterlagen. Sie haben doch einen dienstlichen Auftrag. Na los, Menschenskind, legen Sie schon Ihr Ei. Herr Oberleutnant, ich habe den ausdrücklichen Befehl über meinen Auftrag nur dem Kommandeur persönlich zu berichten. Sie sind ja eine Kanone geworden. Eine richtige Kanone. Vom Würstchen zur Kanone. Jawohl, prima. Na schön. In einer halben Stunde melden Sie sich beim Herrn Kommandeur. Sie werden dann Ihr blaues Wunder erleben. Eintreten! Auf Ihr dämliches Gesicht freue ich mich schon seit einer halben Stunde, Vierbein. Da kommen Sie mal näher. Ja, das ist nun mal so im Krieg, mein lieber Vierbein. Die Besten setzen sich durch. Der Führer der Ersatzabteilung bin zurzeit ich. Herr Major Taratzurlaub bin ich vertreten. Das vermutlich für eine ganze Weile. Nun, geben Sie mal Ihre Papiere. Ja, geht bestens in Ordnung. Formal geht das bestens in Ordnung. Die Geräte sind natürlich da, aber praktisch sind sie noch nicht erprobt. Herr Oberleutnant, das ist doch ganz einfach, mein lieber Vierbein. Ihr in der Front, ihr glaubt immer, es kann alles gar nicht schnell genug gehen. Aber wir hier in der Heimat, die wenig das Glück haben, an der Front sein zu dürfen, wir müssen desto peinlicher darauf bedacht sein, unsere Pflicht zu tun. Und ich kann es einfach nicht verantworten, lediglich Menschen und Material zu liefern. Ich will ausgebildete Menschen liefern und erprobtes Material. Ich werde es Herrn Oberstleutnant von Plöniers melden. Tun Sie das, mein lieber Vierbein, wenn Sie Herrn Oberstleutnant unbedingt Kummer bereiten wollen. Aber bei unserer Feldpost dauert es immerhin 8 Tage, bis der Oberstleutnant ihre Meldung in den Fingern hat. Bis dahin aber habe ich auch die Geräte erprobt und die Leute ausgebildet. Ich muss aber die Geräte unbedingt... Was Sie müssen, mein lieber Vierbein, bestimme ich, das klar? Sie sind hier abkommandiert. Ich werde für Sie schon eine passende Beschäftigung finden. Sie könnten sich ja mal als Ausbilder betätigen. Am Geschütz mal zeigen, was Sie gelernt haben. Nach Dienstschluss, Ausgang bis zum Zapfenstreich. Sie haben da Zeit genug, sich aufzuschleimern. Aber seien Sie ja vorsichtig, Freundchen. Wenn Sie sich einen Tripper anhängen lassen, so gilt das bei mir als Selbstverstümmelung. Verstanden? Fein, dass Sie da sind, Herr Vierbein. Guten Tag, Schau, Arsch. Vater, er hat das EK1. Warum hast du mir davon eigentlich nichts geschrieben? Ach, das ist doch nicht so wichtig. Na, ich glaube, dass unser Held erst mal warnen will, was? Sehr gern. Das geht aber nicht. Gerade heute ist es beim Wasser abgestellt. Am nächsten stellen Sie uns noch die Luft ab. Aber Vater, außerdem trägst du dein Parteizeichen schon wieder nicht. Doch, mein Kind. Komm, du kannst uns helfen. Kleben Marken für die Ablieferung. Marken kleben, so ein Quatsch. Was Besseres fällt dir wohl nicht ein. Natürlich auch Essen und Trinken. Alles, was du willst. Na, dann bin ich zunächst mal fürs Trinken. Wir warten. Wo ist der Verpflegungsstaffelführer? Verpflegung. Nehmen Sie die Hand von der Sau, wenn Sie mit mir sprechen. Haben Sie das gefragt, Mann? Я по-немецки не понимаю. Э? Я по-немецки не понимаю. Sprechen Sie gefälligst Deutsch mit mir. Der Mann ist ein Hiwi.
Где Плацек? В свинюшнике, старший лейтенант. Плацек ist im Schweinestall. Toll. Mensch, hier stimmt's vielleicht. Schweinestall, dritte Batterie, Hauptmann, verlegt mit 5 Säulen und der Ziege Lisbeth. Das ist ja ein tolles Stück. Ah, das beste Stück ist gerade in Arbeit, Hauptmann. Heute Abend gibt's frische Blut und Leberwurst für die Feuerstellung. Ich bin nicht gekommen, um Ihre Speisekarte anzuhören, sondern um Ihren Betrieb zu kontrollieren. Und wehe Ihnen, wenn ich Unregelmäßigkeiten entdecke. Kommt bei mir nicht in Frage, Herr Hauptmann. Unregelmäßigkeiten hätte der Oberleutnant Wedelmann nie geduldet. Und die Leute sind sehr dankbar für etwas Abwechslung in der Verpflegung. Wir sprechen uns ab. Was ist denn hier los? Schweineleber, Hauptmann. Schmeckt delikat. Ich habe Ihnen befohlen zu warten, Stabsgefreiter Kowalski. Tue ich auch, Herr Hauptmann. Die Leber ist nur noch nicht gar. Sie scheren sich sofort zu Ihrem Wagen. Warten da. Jawohl, Herr Hauptmann. Matka, mein Täubchen. Ofen zum Wagen. Da, da. Ich bin wohl auch überflüssig. Hier soll eine Russin sein, die Deutsch spricht. Natascha, da drüben in dem Haus. Handeln Sie auch mit Russenweibern? Das ist kein gewöhnliches Russenweib, Hauptmann. Das ist Sonderverpflegung. Das ist mir wurscht. Hauptsache, sie spricht Deutsch und ich lerne Russisch bei ihr. Umgekehrt wäre es wohl richtiger. Höchste Zeit, dass die Leute hier Deutsch lernen. Das ist wohl Ansichtssache, Herr Hauptmann. Jawohl. Das ist Ansichtssache. Aber lassen Sie sich nicht stören, Herr Wedelmann. Ich habe mir Ihre Papiere angesehen. Sie waren schon mal strafversetzt. Ja, ich war Ausbilder, Herr Hauptmann. Vielleicht mal ein bisschen scharf gewesen. Herr Major Luschke meinte, ich soll Erfahrungen im Umgang mit Material sammeln. Die habe ich jetzt. Los, Wachtmeister. Sie zeigen mir jetzt Ihre Unterlagen. Jawohl, Hauptmann. Schweinehund. Du. Du, Natascha? Ja, Herr Oberleutnant. Ich bin Natascha. Darf ich eintreten? Bitte. 5000 Büchse Fleisch. Sie glauben doch nicht, dass ich das alles decke, Wachtmeister Platzek. Das da. Wieso? Die Schwierigkeiten entstehen doch erst, Herr Hauptmann, wenn wir mal abrücken. Dann brauchte ich allerdings einen Feldküchenbegleitwagen. Ein was? Naja, dafür brauchte ich den neuen 600, den die Munitionsstaffel gekriegt hat. Mensch, die haben doch die meisten Fahrzeuge der Batterie. Aber die Batterie hat auch die meiste Verpflegung, Herr Hauptmann. Im ganzen Divisionsbereich. Du musst ja schließlich mal was zum Tauschen haben. Von nichts kommt nichts, Herr Hauptmann. Dafür habe ich alleine 2 Zentner Schweineschmalz hergeben müssen. Was soll das bedeuten? Eine Sonderverpflegung für die Wehrbetreuungsdamen von Herrn Hauptmann. Zunächst mal das Übliche. Schokolade, Milch, Nuss, Edelbitter, Pralinen. Und jetzt meine Spezialität. Grimmsekt, Kaviar à la Mansol. Parfum. Französisches. Seidenstrümpfe. Auch zart. Toll. Ja, das ist die Wucht, der Hauptmann. Sagen Sie, wer hat denn 6 Dollar? Die Munitionsstaffel, Hauptmann. Fangen wir also an. Razzizia stakan chayo. Das heißt, wünschen Sie ein Glas Tee? Hatidje stakan chayo. Früher hatte ich einen Samovar. Ja, ja, ich weiß schon, die Deutschen haben ihn requiriert. Sie hat noch viele Tassen und Gläser, die haben die Deutschen auch requiriert. Warum sagen Sie das? Ärgern Sie sich über sich selbst? Vermutlich haben die Deutschen auch ihre Eltern totgeschlagen. So ist es. Genauso. Sie hassen uns alle, nicht wahr? Nein. Aber wie kann ich euch lieben? Wollen wir nicht von etwas anderem reden? Bitte schön. Олечка, иди сюда. Это бедный, но хороший человек. Schweinehund. Das Kind hat sie gern. Ja, das höre ich. Manchmal ganz angenehm, so ein Schweinehund, was?
Война большое несчастье. Das heißt, der Krieg ist ein großes Unglück. Komm, nun sehen Sie sich das mal an. Ist das die Unterkunft für Ihre Batteriechef? Allweil, ja. Zunächst mal weißen, Herr Hauptmann. Das Feldbett ist unmöglich. Ja, ja. Da kommt eine Couch hin, doppelbreit. Mit einer anständigen Decke drüber. Jawohl, Herr Hauptmann. Sagen wir gleich zwei. Und wie ist das nun mit dem Sechstonner? Den kriegen Sie. Es wird aber Knatsch geben mit dem Asch. Wer führt eigentlich diese Batterie? Dieser Asch oder ich? Der braucht immer Beschäftigung, der Asch, Herr Hauptmann. Und wenn er keine hat, sucht er sich was. Oh, der fällt mir überhaupt auf den Wecker. Wenn der sich mausig machen sollte, ist die längste Zeit ZBV gewesen. Spiegel fehlt. Spiegel, jawohl. Spiegel. Er ist ziemlich vielseitig. Dem könnte man sogar einen Puff anvertrauen. Lassen Sie das. Das fördert die Stimmung der Truppe, Herr Hauptmann. Ein Puff ist eine wehrkrafterhaltende Institution, genau wie die Brummer von der Wehrmachtsbetreuung. Brummer? Muss doch sehr bitten. Schließlich handelt es sich bei der Wehrbetreuung um Damen. Drum? Und der Asch ist genau der Richtige für solche Damen. Waschbecken. Seife. Jawohl, Waschbecken. Seife. Französisch. Ja. Ah. Schwer, Herr Hauptmann. Und da fällt mir doch gerade einer auf. Der Unteroffizier Krause. Das gäbe ein guter ZBV. Der sogar Offizier sein werde. Ah? Ja. Musst du denn den ganzen Abend Zeitung lesen? Was soll ich denn sonst machen? Hier immer so langweilig ist. Was soll ich da sagen? Du tobst dich wenigstens in deiner Kaserne aus. Am Abend bist du immer müde. Du weißt wohl nicht, dass Krieg ist. Das ist wohl das Dämlichste, was ich seit langer Zeit gehört habe. Lore. Fritz. Willst du? Ja. Was? Verdunkeln, was denn sonst, du Idiot? Davon habe ich oft geträumt. Wovon? Davon. Schäm dich. Warum? Kannst du mich nicht verstehen? Doch, ihr schlaft immer auf der harten Erde. Ach, das ist es doch nicht. Wenn wir draußen Zeit haben, dann stellen wir uns einen Menschen vor, der ganz zu uns gehört. Verstehst du mich? Ich verstehe dich sehr gut. Die Ehe ist die Grundlage des Staates. Bestimmt. Aber Liebe muss dabei sein. Natürlich. Das ist doch die Voraussetzung. Ingrid, ich habe mich so nach dir gesehnt. Ich mich doch auch nach dir. Ingrid, wir haben nur ganz wenig Zeit. Das ist es ja. Als du kamst, habe ich gedacht, wir könnten gleich aufs Standesamt. Ingrid. Bitte, bitte nicht. Ingrid. Hannes, ach Hannes, bitte, bitte nicht. Hey, hier, pennt wohl alles! B-Stelle, dritte Batterie, ein Unteroffizier, vier Mann, nichts Neues wie immer. Wo ist der Beobachtungsstand? Geradeaus, Herr Hauptmann. Ah, da sind also die feindlichen Stellungen. Jawohl, Herr Hauptmann. Na, nicht sehr interessant. Die liegen im Winterschlaf, was? Jawohl, Herr Hauptmann. Mensch, das ist doch nicht die Möglichkeit. Sehen Sie sich das mal an, Krause. Jawohl, Hauptmann. Sehen Sie nichts? Nichts Besonderes. Mann, bei der Baumgruppe dort bewegt sich doch was. Erkannt? Erkannt. Vermutlich ein Essenträger. Und der Kerl geht aufrecht durch die Gegend. Das machen die immer so. Und die unseren auch. Viertes Geschütz feuerbereit machen. Mann, haben Sie Dreck in den Ohren? Feuerstellung. Viertes Geschütz, Feuer bereit machen. Ja, bist du besoffen oder juckt da einem das Fell? Ist gut. Viertes Geschütz, raus! Alarm! Erkennen Sie das Ziel? Erkannt.
Los, geben Sie Feuerkommando. Im Ernst? Sie sind wohl vom Herrn bestrampelt. Seit wann ist denn der Krieg in Spaß? Willmann. Herr Oberstleutnant? Du bist endlich da, der Befehl. Geheime Kommandosache. Zurücknahmen des Frontbogens in einer einzigen Nacht, ohne dass der Russe was merkt. Wann? Noch unbestimmt, vermutlich in einigen Tagen. Wenn das Wetter so bleibt, glatt durchzuführen. Für Sie und für mich, aber auch für Witwer. Na nun, da hat's doch eben gebumst. Zu kurz. 100 Meter zulegen. 2900, eine Gruppe. Wie ein Känguru. Wir haben die Hosen gestrichen voll. Ja, Herr Hauptmann. Gut. Dieselbe Entfernung. Drei Gruppen. Ausradieren! Weiter, weiter, bis der Hampelmann da drüben Kleinholz ist. Adelheid 3. Jawohl. Herr Hauptmann für Sie, Infanteriekommandeur. Was will er denn? Er fragt, welcher Idiot hier in der Gegend herumknallt. Sagen Sie dem Herrn, er kann mich am Arsch lecken. Herr Hauptmann Wittra sagt, Herr Major können Herrn Hauptmann am Arsch lecken. Wetten der Infanteriekommandeur. Plenius. Na, was habe ich gesagt? Bisschen cholerisch, der Kollege von der Infanterie. Kann man ja verstehen. Die Platte los. Moment. Aber die Schornsteine rauchen doch noch, Herr Kollege. Das ist das erste vernünftige Wort, das ich heute höre. Aber Sie werden doch zugeben, dass eine bodenlose Sauerei ist, am helllichten Tage ohne jegliche Notwendigkeiten dagegen drum zu knallen. Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht. Das ist eine bodenlose Sauerei. Besoffen? Nee, ganz im Gegenteil, durstig. Durstig, ja, nach Kriegsruhm und Heldentaten und Auszeichnungen auf der wohlgebauten Brust. Ja, natürlich bleibt's bei unseren Vereinbarungen. Jawohl. Ja, und weil Sie so nett und vernünftig sind, dürfen Sie jetzt auch meine Lieblingsplatte hören. Moment mal. Nur bitte Patent. Komm doch mal her. Hey. Sonderration. Sie haben sich aber hübsch gemacht. Gefalle ich Ihnen? Sehr. Aber kommen Sie schnell ins Warme. Das ist doch ein Sommerkleid. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Und Sie haben Sorgen. Sieht man mir das an? Frauen sehen das. Sie sind eine Frau? Nein. Sie sind immer nur eine Sowjetrussin. Warum muss Krieg sein? Ohne den Krieg wären wir uns nie begegnet. Das ist eine schlechte Ausrede. Wir hätten uns auf einer Urlaubsreise begegnen können. Auf einem Sportfest. Müssen wir denn immer von diesen Dingen reden? Wir haben so wenig Zeit. Müssen Sie fort? Warum? Das ist doch so. Im Krieg. Würden Sie mich vermissen? Ja. Ich bin sehr glücklich darüber. Falsch. Darüber müssen Sie unglücklich sein. Wenn Sie fort müssen. Störe ich? Sehr sogar. Nein. Tut mir leid, Herr Oberleutnant. Der Kommandeur erwartet Sie. Dann müssen Sie mich entschuldigen, Natascha. Schade. Wiedersehen, Frau Natascha. Sie kommen doch wieder? Na klar.
komme bestimmt noch mal. Olitschka, was siehst du da? Olitschka, wie sieht das bei Joschik, da warst du Kommissar? Ist gar nicht hin, stehen jetzt die Pajut. Und ich hat's ja deine Arzt, Pitsch. Skora, очень скоро. Я пойду сейчас к товарищу, у комиссару, и скажу, что они отступают. Так. Bei unseren Verwundeten und Erfrorenen im Lazarett hat der Herr Hauptmann noch nicht ein einziges Mal gefragt. Jetzt halten Sie endlich die Luft an, Asch. Man muss sich angewöhnen, nicht immer alles zu sagen, was man denkt. Ach was, ich bin hier, weil ich muss. Und Sie, weil Sie immer noch glauben, Sie müssten Deutschland retten. Aber der Kerl da, der ist hier, weil er will, dass es knallt. Der will Menschen umlegen. Der schießt nicht wie anständige Soldaten auf Ziele, der schießt auf Menschen, weil er sie verrecken sehen will. Bloß weil er seinen Scheiß hat. Halt doch endlich dein Maul, Herbert! Na, jetzt, wo es raus ist, halte ich's auch. Hältst mich für blöder, als ich bin. Ich habe ein neues Verfahren ausprobiert, Oberstleutnant. Man könnte es das Rösslersprungverfahren nennen. So könnte man. Ich komme hier eigentlich spät, Herr Oberleutnant Pedelmann. Sind nur entschuldigt, wenn Sie bei einem Mädchen waren. Da bin ich entschuldigt, Herr Oberstleutnant. Das freut mich. Oberleutnant Wedelmann lernt nämlich Russisch. Bei einer Russin. Sagte schon, ist entschuldigt. Asch, Herr Oberstleutnant. Kartenbrett. Ist Ihnen eigentlich klar, welche Verdienste Sie sich durch Ihre Knallerei erworben haben, Herr Hauptmann Wittra? Wie darf ich diese Frage verstehen, Herr Oberstleutnant? Der Feind soll in der letzten Nacht Artillerie aufgefahren haben. Das war zu erwarten, Herr Oberstleutnant. Ist bekannt, um wie viele Batterien es sich handelt? Nee, der Gegner war so frei, uns das nicht mitzuteilen. Wir können das erkunden, Herr Oberstleutnant. Ach nee, wie denn? Wir schicken einen Spähtrupp los. Sie haben ja eine dolle Fantasie. Aber bevor ich das Leben meiner Leute riskiere, wollen wir doch mal ein anderes Verfahren ausprobieren. Vielleicht kriegen wir es so auch raus. Kommen Sie, meine Herren. Also, klappt ja großartig. Schwerer Granatwerfer. Von Deckung war nichts befohlen, Wachtmeister Asch. Wo wird denn sowas befohlen? Auf dem Kasernenhof. Wer Deckung nehmen will, kann ruhig verschwinden. Meine Hochachtung, Herr Hauptmann. Ich sehe, Sie sind ein Held. Wir bleiben jetzt also hier und beobachten, ob der Gegner Artillerie einsetzt oder nicht und berichten mir dann. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Sie finden mich da hinten in der Deckung. Unter uns, ich bin nämlich auch kein Held. Entschuldigen Sie mich. Der bleibt ja tatsächlich. Hey, Peterer! Genug Held gespielt! Kommen Sie her, Mensch! Schnell! Seien Sie nicht so vergnügungssüchtig. Großartige Idee, Herr Oberstleutnant, dieser Rösselsprung. Ich habe Sie nicht um Ihre Meinung gefragt, Asch. Schwungvoll wie immer. Na, ist ja Gott sei Dank noch mal gut gegangen, Wittra. Jawohl. Nun, Herr Hauptmann, ich erwarte Ihren Bericht. Herr Oberstleutnant, die Kerle. Sagen Sie nicht die Kerle, sagen Sie gefälligst der Gegner. Der Gegner verfügt offenbar nur über Granatwerfer. Na, was meinen Sie dazu, Wedelmann? Ich nehme an, die Kollegen da drüben von der anderen Feldpostnummer verraten ihre Artilleriestellung nicht durch sinnlose Knallereien. Sie werden jetzt bald an die Front kommen. Eine der gefährlichsten Situationen ist ein Panzerangriff auf die Geschützstellung. Wenn beim Einbruch feindlicher Panzer ein Geschütz nicht mehr feuern kann, dann gibt der Geschützführer den Befehl volle Deckung. Auf diesen Befehl hin flitzt alles auseinander und nimmt volle Deckung. Verstanden? Viermann! Und auf die Viermann! Herr Oberleutnant! Was ist los?
Pennen Sie oder bilden Sie aus! Ich erkläre den Befehl volle Deckung. Wollen Sie die Männer hier etwa zur Drückeberger ziehen? Herr Oberleutnant, an der Front... Sie sind hier nicht an der Front! Merken Sie endlich, Sie Blindgänger! Machen Sie ein bisschen Dampf hinter Ihre Männer, das plötzlich! Ja, los! Oder haben Sie sonst noch was auf dem Herzen? Nein, Herr Oberleutnant. Aber mein Auftrag... Ach, der läuft doch, Menschenskind! Während Sie Ihre Nachmittage vertrödeln, arbeiten wir auf Hochtouren, um die Front mit Material und Menschen zu versorgen. Kümmern Sie sich um den Dienst, nicht um meine Dinge. Oder meinen Sie, wir geben die CK1 wieder hier in extra Wurst gebraten? Nein, Herr Oberleutnant. Also, weitermachen. Was ist denn mit denen? Die gehen ab zur Front. Was wünschen Sie von mir, Unteroffizier? Ich bitte Herrn Major, mir eine telefonische Verbindung mit Herrn Oberstleutnant von Plönis herstellen zu lassen. Ach, weiter nichts. So ganz einfach. Wollen wir ein paar Tage nach Urlaub rausfinden, was? Ich bin kommandiert. Ich habe einen Auftrag. Herr Oberstleutnant sagte mir, wenn ich Schwierigkeiten hätte, soll ich mich an Herrn Major wenden. So, sagt er das? Jawohl, Herr Major. Und ich soll Herrn Major grüßen und sagen, die Schornsteine rauchen noch. Na schön. Dann warten Sie mal noch am Apparat nebenan. Jawohl, Herr Major. Schulz. Was? Mitten in der Nacht? Sind Sie wahnsinnig, Schwitzke? Was, wer? Der Oberstleutnant? Na los, Mensch, stöpseln Sie schon durch. Jawohl, Herr Oberstleutnant, hier ist Oberleutnant, Führer der Ersatzabteilung in Stellvertretung des Herrn Kommandeurs. 12 Mann, Oberleutnant Schulz. Wenn Sie es wagen sollten, mir von der Heimat aus die geringsten Schwierigkeiten zu machen, dann betrachte ich das als einen klaren Fall von Wehrkraftzersetzung und fordere Sie an. Und wenn ich Sie anfordere, dann kriege ich Sie auch. Dann haben Sie die längste Zeit Heimatluft geatmet. Und ich werde hier mit Ihnen Schlitten fahren, bis Ihnen das beim Arsch gefriert. Ende! Jawohl, Herr Oberstleutnant. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Ich tue alles, was in meinen Kräften steht. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Schwitzke! Schwitzke! Stellen Sie sofort eine Liste zusammen von 12 Eierköpfen, die mit den Funksprechgeräten direkt an die Front gehen können. Ach, wer? Fragen Sie nicht so dämlich, wer? Die Kerle natürlich, die wir los sein wollen. Die Lazarettheine ist zuerst. Die brauchen dringend Luftveränderung. Ja. Und dann die Krümps natürlich. Ja. Und die mit der vorderen Fresse, den Bartsch, den Runau, den Bäcker. Was? Ach, Scheiß, was? Gib mich dem Bäcker seine Magenschwüre an. 12 Mann, Schwitzke. Ein Dutzend. Schwitzke, wollen Sie etwas Schwierigkeiten machen? Na, das denke ich auch. Denn sonst hätten Sie die längste Zeit Heimatluft geatmet. Und dann wird man mit Ihnen Schlitten fahren, bis Ihnen das Wasser im Arsch gefriert. Verstanden? Ende! Klarer Fall von Wehrkraftzersetzung. Sag mal, wie sprichst du denn eigentlich mit mir? Dass du dich nicht schämst als sogenannter Oberleutnant. Was mischst du dich denn dauernd in meine dienstlichen Angelegenheiten ein? Du bist ein Schwein. Also, erlaube mal, das geht ihm doch ein bisschen zu weit. Wenn hier einer dringend Luftveränderung braucht, dann bist du das. Wieso ich? Stutzen dich doch voll. Schade. 13 wäre meine Glückszahl. Was soll der Unfug? Hier ist der Eintritt verboten und zwar streng. Ist es auch mir nicht gestattet? Wenn Herr Hauptmann gestatten kann, ich selbstverständlich. Kann ich nicht umhin. Diese Scheune ist der einzige Raum im Batteriebereich, in dem eine Vorstellung der Wehrbetreuungstruppe möglich ist. Wehrbetreuung? Das ist die Wucht. Dann räume ich alles raus, Herr Hauptmann. Die LKWs fahren mal raus und bauen drauf die Garderoben für die Künstlerinnen.
Als Garderobe kommt nur meine Unterkunft in Frage, die ist heizbar. Da hinten kann der Munitionsstaffelführer ein Podium bauen. Der ist vom Beruf Zimmermann. Und ich werde die Plätze verteilen. Selbstverständlich sind die Kameraden von der Infanterie auch unsere Gäste. Der Schirmeister kann den Damen die Karosserie ausbeulen. Die Damentoilette kommt in meine Unterkunft raus. Jetzt ist aber genug. Jedenfalls muss ich Frau Ebener davon überzeugen, ob die Räumlichkeiten recht sind. So eine Laie. Ist doch wichtig, die Damentoilette. Wenn denen das Lampenfieber auf der Blase schlägt. Am besten ist, Freund Ebener kommt her. Sie bringen sie in meine Unterkunft. Kowalski kann sie fahren. Jawohl, Hauptmann. Ich möchte bloß wissen, wozu dieser ganze Mumpitz gut sein soll. Der Mumpitz liegt genau richtig. Wieso? Na, wenn hier ausgeräumt ist, kann ich doch gleich verladen, ganz unauffällig. So weit kommt das noch? Nee, so weit ist es schon. Oh. Übrigens, die zwei da drin sind ganz flotte Dampfer. Die eine davon ist genau meine Kragenweite. Bei der möchtest du wohl mal gerne maßen. Na klar. Viel Vergnügen. Was denn sonst? Ja? Darf ich denn da mal eine Aufwartung verpassen? Heißt das bei Ihnen Aufwartung? Ich habe Ihnen offiziell mitzuteilen, dass Herr Hauptmann Witterer Sie in seiner Unterkunft erwartet. Und inoffiziell? Fragen Sie doch nicht so dumm. Sie haben selbstverständlich Nein gesagt. Warum soll ich denn Nein sagen? Ach so. Kleines Mädchen auf großer Fahrt, wie? Sie sind unverschämt. Ich kenne Herrn Witterer kaum. Nicht mehr und nicht weniger als Major Bär und Herrn Hauptmann Burger. Ja, fertigen Sie sich doch gleich eine Liste an. Und vervielfältigen Sie sie und versenden Sie die Liste an alle Interessenten. Warum sagen Sie so etwas? Weil ich nicht will, dass Sie hier vor die Hunde gehen. Aber was soll ich denn tun? Hier bleiben, die Bude zuschließen und einen Brief schreiben. An Mutti. Auf geht's! Hab ich erlaubt, eine Anstandsdame aufzureisen. Du fährst nicht allein, Lisa. Sie fährt überhaupt nicht. Was denn? Du willst mal einen Stabsgefreiten der Tour vermasseln? Quatsch. Herr Kowalski, was verstehen Sie eigentlich unter die Tour vermasseln? Aber ziemlich Unanständiges. Herein. Herr Hauptmann schickt mich gnädiges Fräulein, Sie werden dringend erwartet. Fräulein Ebener bleibt hier. Kommen Sie mit? Nein. Du willst also Fräulein Ebener daran hindern, einer Einladung des Herrn Hauptmann nachzukommen? Ich bleibe hier. Ich habe noch zu tun. Vorbereitungen. Na, also. Verschwinde. Das werde ich Herrn Hauptmann melden. Tu das. Du willst nicht mitkommen? Nein. Verdammte Scheiße. Ist der immer so ordinär? Das macht bei dem die Liebe. Fräulein Ingrid ist nicht da, Herr Vierbein. Pelzsammlung für unsere Soldaten in Russland. Und Herr Asch? Bei der Süßstoffverteilungsstelle. So. Sagen Sie ihnen, dass ich hier war. Abschied nehmen. Das werde ich ausrichten. Geht's wieder an die Front? Ja. Ach, Hals- und Beinbruch. Wir haben gar nichts voneinander gehabt. Entschuldigen Sie, aber ich hatte so wenig Zeit und ich habe mir alles ganz anders vorgestellt. Ich mir auch. Eigentlich freue ich mich, meine Kameraden wiederzusehen. Ach ja, richtig. Habe ich ganz vergessen, Sie sind ja ein Held. 7 Panzer. Hören Sie damit auf. Ich muss oft genug daran denken. Die armen Kerle da drin. Von mir aus brauchen Sie nicht darüber zu sprechen. Jetzt haben Sie drüben eine neue Methode. Wenn man so in seinem Loch sitzt und Sie kommen, die Panzer, dann fahren Sie so drüber und drehen. So. 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 Bis der im Loch... Hören Sie auf! Entschuldigen Sie. Ich wollte nicht davon sprechen. Sie haben immer noch so feine, zarte Hände. Sie wollten doch Klavier spielen. Ich weiß, Sie haben schon früher in der Kaserne immer so schön gespielt.
Kommen Sie, spielen Sie was. Was denn? Was Schönes zum Abschied. Entschuldigen Sie, ich kann nicht mehr spielen. Ein Musiker hat eben keine Hände für Kanonen. Und wenn er sie endlich hat, dann hat er keine Hände mehr für die Musik. Und für mich war sie doch das Eigentliche. Das Eigentliche. Wann musst du fort? Heute Nacht. Nimm mich mit. Es geht nicht. Es ist zu weit. Es geht, wenn du mich wirklich liebst. Bedeutet ich dir so viel? Es würde mir so viel bedeuten. Ich will es versuchen, Natascha. Ich will alles versuchen. Ich komme jedenfalls noch mal vorbei. Что я должна сказать? Ничего. 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 В эту ночь. В эту ночь. Эй, ду! Hör auf zu furzen, es kommen Damen. Im Ernst? Ja. Aha. Guten Tag. Guten Tag. Guten Transport gehabt? Danke, danke. Nur ein bisschen kühl. Das liegt an der Gegend. Hoppa, bitte. Wie kommen die Damen? Wie kommen an den Front? Zuerst du Schnäpschen gefällig? Nein. Zum Aufwärmen? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir danken. Aber vielleicht die Herren? Die Damen werden sich zurecht machen wollen. Vielleicht in meiner Unterkunft. Wir sind zurecht gemacht. Für die Damen ist ein Raum neben dem Podium hergerichtet. Wenn die Damen vielleicht erstmal auf die Toilette wollen? Was sind Sie denn für ein Vogel? Schräger auf jeden Fall. Für den ist schon ein Pöstchen nach dem Krieg reserviert. Portier in einem Stundenhotel. Mein Traum, aber nur in Paris. Darf ich bitten? Hier geht's lang. Bitte? Wohnen Sie auch hier? Na klar. Wiedersehen. Gerinst. Wie kommt? Ach, Sie sind unser Scharfschießer. Dann zeigen Sie mal hier, was Sie können. Vielleicht kommt mein Herr Major hinterher noch zu einem kurzen Schluck zu mir. Na, kann ruhig ein langer sein. Ich bitte mich zu entschuldigen. Ich möchte mich überzeugen, dass alles klappt. Der Zuschauerraum ist hinter der Plane und der Offizier Krause wird zu führen. Darf ich bitten, Herr Major? Weiter, 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 los, 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 los! Bestreuer! Bestreuer!
so lahmarschig. Wir müssen das Zeug weg haben, bis die Wurst und das Handy ist los. Das kannst du doch nicht machen, Platzeck. So kann ich nicht. Ich kann. Ihr nehmt die Front zurück, nicht die Verpflegung. Aber doch nicht ohne Marschbefehl. Noch dazu am helllichten Tag. Platzeck und Marschbefehl. Du schreibst du und hängst. Kümmer du dich um deinen 0815 Gramm. Wenn es nach euch ging, hätte man nur die HDV zu fressen. Na, du hast wohl Hummel im Arsch, was? Ach Mensch, schon deine Blauze und kümmer dich um den KDF-Käse. Los, 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 los. Du, los, Matka, los. Los, los. Rotz mal nicht ins Schweineschmalz, Matka. Los, los. Harasho, gut, 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 gut. Dabei, dabei, dabei! Los, die Kiste noch da drüben! Dabei! Dabei! Los! Ich sing euch jetzt ein schönes Lied und hört mir zugespannt. Dann singt ihr alle kräftig mit, auch Sie, Herr Leutnant. Das 0815-Liedchen ist euch allen wohl vertraut. Es handelt, wie ihr alle wisst, von der Soldatenbraut. Oh, oh. Jetzt hat's geschnackelt. Hauruck! Jetzt hat's gerumst. Hauruck! Nicht lang gefackelt, weil wir es lieben, wenn es mal bumst. Hauruck! Ihr wisst ja, das Soldatenbraut, das ist sein Schießgewehr. Und diese Braut knallt manchmal laut, das stört natürlich sehr. Die Griffe, die die Dame liebt, sind nicht gerade zart. Und auch der Rückstoß, den sie gibt, ist manchmal ein bisschen hart. Hau ruck! Jetzt hat's geschnackelt! Hau ruck! Jetzt hat's gerumst! Hau ruck! Nicht lang gefackelt, weil wir es lieben, wenn es mal bumst. Hau ruck! Sie haben es ja mächtig eilig. Jawohl, Herr Major. Aber das ist doch gar nicht nötig. Sie können doch gut und gern noch ein oder zwei Tage bleiben. Urlaub ist doch immer schön. Ich möchte so schnell wie möglich fliegen, Herr Major. Naja, Sie können jederzeit eine Maschine kriegen für Ihre Leute und Ihre Geräte. Für einen Oberstleutnant von Plönjes tue ich, was ich kann. Aber es kann sein, dass Sie auf Ihrem Frontflughafen gar nicht landen können und dass es eine Weile dauert, bis Sie Ihre Einheit finden. Vielleicht werde ich gebraucht. Also gut, Sie kriegen eine Maschine. Warten Sie draußen in der Halle mit Ihren Leuten. Und viel Glück. Danke, Herr Major. Solche Jungs. Vielleicht wird er gebraucht. Wird er. Ja, zum Verheizen. Vorsicht, Herr Major. Polen werden verheizt. Und jetzt sind unsere Jungs dran. Diese anständigen Kerle, so wie der da. Verheizt. Solche Jungs. Und wissen es nicht. Oh! Jetzt hat's geschackelt. Oh! Jetzt hat's gerumst. Oh! Nicht lang gewackelt. Weil wir es lieben, wenn es verrumst. Oh! Doch hat der wackere Kriegersmann auch eine Braut zu Haus. Mit der geht er so dann und wann laut 0815 aus und schlägt um 10 die Abschiedsstunde und knallt ihr zum Schluss auf ihren kirschen roten Mund einen süßen Abschiedskuss. Oh, dann hast du geschlachtet. Oh, Rock, dann hast du gerumst. Oh, Rock, nicht lang gefackelt, weil wir es lieben, wenn es mal rumst. Oh, Rock. Machen Sie mal Licht, Wedung. Also ich fasse zusammen. Beginn der Absetzbewegung um 24 Uhr. Die Batteriechefs um 23 Uhr zu mir. Uhrenvergleich. Es ist jetzt genau 17.25 Uhr. Jawohl, Oberstleutnant. Dass mir vorher keine unnötigen Fahrzeugbewegungen stattfinden. Jawohl, Oberstleutnant. Das Wetter? Es beginnt zu tauen. Damals, ist zu spät, also. Wie immer alles zu spät. Ihr Vierbein ist auch ein Versager. Hören Sie, Lisa, Sie müssen hier verschwinden, bevor Hauptmann Wetterseen seine Unterkunft einlädt. Komm, 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 komm. Ja, Mädchen, verdammt noch mal. Los, Kinder, nicht weg. Wohin denn, Mensch? Zu uns. Aus hier ist aber eilig. Müde? Mm-mm. Durst? Mm. Appetit? Mm. Reibung? So, hereinspaziert. Na, wie haben wir das gemacht? Ja, wird sich erst noch herausstellen. Schlage vor, Asch trinkt mit Fräulein Lisa noch ein Himbeerwässerchen. Was heißt es, wenn wir lieber? Und Fräulein Charlotte zeigt dem lieben kleinen Kowalski noch mal ihren schönen hohen Ton, ne?
Wunschkonzert? Klar. Aber nicht so laut. Bei Koloraturen kann man das nie wissen. Na? Und wir zwei Hübschen? Wollen wir zusammen Kreuzworträtsel lösen? Sie nehmen mich überhaupt nicht ernst. Sei froh, Mädchen. Denn sonst wird's für dich sehr gefährlich. Ich hab's aber satt, immer vernünftig zu sein. Wer nicht? Hau ruck, jetzt hat's geschnackelt. Hau ruck, jetzt hat's gerupst. Hau ruck, nicht lang gefackelt. Weil wir es lieben, wenn's mal bumst. Hau ruck! Wie war's? Komisch. Das fragt jeder. Jeder? Wie lange seid ihr denn schon auf Tournee? Es läppert sich. Was machst du nach dem Krieg? Heiraten. Ich bin doch verlobt. Hab im Brust. Bitte, Herr Major. Die eine hat einen Hintern wie ein Pferd. Ich reite auch ganz gerne. Dachte ich mir. Dann sieht ja aus wie ein Frontpuff. Sie gehen ja scharf ran. Muss man auch im Krieg. Wenn es nach mir ginge, könnte dieser Dreck schon längst aus sein. Kann ich verstehen. Sie haben ja schon das Ritterkreuz. Es hat mich 62 Mann gekostet. Und ein Schuss in die Hoden. Deshalb können Sie Ihre Weiber ruhig anbringen. Ich tue Ihnen nichts. Herr, was ist los? Wo sind die Damen? Die Damen sind schon weg. Muss ich doch mal fragen. Bleiben Sie ruhig. Wir kriegen heute Nacht noch genug Zauber. Voraus mit deinem Verpflegungstrost. Also ohne Befehl? Den werde ich mal kaufen. Der betreut auch die Weiber, Herr Hauptmann. Ach so. Wir wollen in 3 Minuten. In 3 Stunden. Wer befiehlt hier eigentlich, Sie oder ich? Am besten, wer die Situation klar übersieht. Sie bilden sich wohl ein, Sie sind ja klug. Was? Klüger als die Leute, welche die Marschbefehle ausstellen. Und das Wetter nicht einkalkuliert haben. Schluss jetzt! Halten Sie Ihre vorlaute Fresse! Was der Asch da sagt, hat was für sich, Herr Hauptmann. Das stimmt alles nicht mehr. Seit heute Morgen hat's mächtig getaut. Wenn Scheiße regnet! Abwasch, 1 Uhr! Verstanden? Verstanden. Wir sprechen uns noch. Selbstverständlich, Herr Hauptmann. Aufsitzen! 0815, Kacke. Vertrauen anlassen! Also der Krieg rollt wieder. Jawohl, Stäbe und Stabsintendanturen. Ab 1 Uhr der Tross. Muss eben angerollt sein. Die Straßen? Verstopft. An der großen Straßenkreuzung kann alles verschlammt kann, sein. Kann, ist, aber darf natürlich. Sonst noch was? Es wartet ein Unteroffizier von der Abwehr. Auf mich? Jawohl, Oberstleutnant. Dann führen Sie ihn rein. Ist gut, Brack, lassen Sie uns allein. Da kommen Sie ruhig näher. Vorläufig beiß ich noch nicht. Schießen Sie los. Wir haben einen sowjetischen Agentensender angepeilt. Und? Dieser Sender hat bereits vor 3 Tagen gemeldet, dass eine Zurücknahme unserer Front geplant ist. Erst vor 3 Tagen? Jawohl.
Es gelang uns erst heute, den Standort des Senders auszumachen. Und wo soll er sein? Im Bereich Ihrer dritten Batterie, Herr Oberstleutnant. Wisst ihr was? Kann doch gar nicht stimmen. Wenn der Russe wirklich... Herr Oberstleutnant! Moment! Kommen Sie mal mit. Ich werde Ihnen das Gegenteil beweisen. Hier. Hören Sie was? Motorenlärm. Richtig. Das sind die Straßen, die nach Westen führen. Da stauen sich die Fahrzeuge bei dem Wetter. Wenn der Russe wirklich was wüsste, da würde er da doch reinfunken. Und nun horchen Sie mal daraus. Hören Sie was? Nein. Ja, da ist Osten. Das sind die russischen Stellungen. Ich weiß es. Wenn Sie recht hätten mit dem, was Sie da vorhin gesagt haben, und ich wäre drüben, Kommandeur, ich würde angreifen. Jetzt, in dieser Minute. Durchgeben an alle Batterien. Die Stellung wird vorläufig gehalten. Setzen Sie sich. Bitte. Im Bereich meiner dritten Batterie finden Sie Infanterie, Pack, Nachrichtenpanzer. Wieso sind Sie da gerade auf mich gekommen? Die Schornsteine rauchen noch. Was wollen Sie damit sagen? Ich verstehe Sie nicht. Wirklich nicht, Herr Oberstleutnant? Also meine Telefongespräche werden abgehört. Auch Ihre, Herr Oberstleutnant. Für wen arbeiten Sie eigentlich? Es mischt sich immer mehr. Dienstlich auch für Gestapo und SD. Persönlich aber dafür, dass die Schornsteine weiterrauchen. Und was erwarten Sie da von mir? Dass die Angelegenheiten Ihrer dritten Batterie sich regelt, ohne dass meine Dienststelle gezwungen ist, einzugreifen. Darauf können Sie sich verlassen. Das tue ich auch. Ich danke Ihnen, Herr Oberstleutnant. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Das hoffe ich auch, Herr Oberstleutnant. Schon alles gepackt. Sender. Das weiß ich nicht. Spionen. Räuber. Ich bin Soldat. Ich auch. Du bist eine Frau. In diesem Krieg sind auch die Frauen Soldat. Du hast mich belogen. Mit keinem Wort. Mit allem, was du getan hast. Das ist nicht wahr. Du weißt, was ich jetzt tun muss. Tu's. So tu's doch. Was ist mir denn mein Leben noch wert? Und meins? Wir haben uns geliebt. Und wir durften es nicht. Das ist alles. Schieß! Fang mit mir an! In diesem Land sind 180 Millionen Spione. Ich schieße nicht auf Frauen. Das hatte ich in meinem Leben nie gegeben. Würdig hat es gegeben. Für mich. Beinahe.
Nun? Es stimmte. Ein Mädchen? Jawohl. Ganz sauber, das Ding da. Jawohl. Aber ich bin bereit, jede Konsequenz aus meinem Verhalten zu ziehen. Ach nee, können so nicht weiterleben, was? Kommen Sie verächtlich vor. Fühlen Sie sich schuldig am Tode so vieler Soldaten? Jawohl, Herr Oberstleutnant, so ist es. Geht mir genauso. Geht dem Oberstleutnant von Plönnies genauso, mein Lieber. Wir waren eine zahlreiche Familie, Pastoren, Beamte, Offiziere, alles anständige Leute. Die lebten ehrlich, zeugten Kinder, starben still. Ich bin der Letzte. Ich lebe nicht ehrlich, ich zeugte keine Kinder. Ich werde auch nicht still sterben. Den letzten Plönnies hat das eigene Vaterland zur Sau gemacht, dieser unehrliche Krieg. Ich hasse diesen Krieg, Herr Oberstleutnant. Und da wollen Sie also so einfach auf und davon machen. Eine Kugel von Latzknall im Kriegsgericht stellen. Den Krieg den Leuten überlassen, die ihn lieben. Diesen scheiß Krieg ohne Ehre und ohne Würde. Herr Oberstleutnant, ich... Sie bleiben! Sie bleiben hübsch bei mir mit Ihrem treuen Dackelgesicht. Und helfen mir und stehen mir bei. Damit es noch ein paar Männer gibt, die gegen diese verstunkene und verfaulte Woge angehen können. Bin ich verstanden worden? Jawohl, Herr Oberstleutnant. Gehen wir jetzt dahin, wo man uns braucht. Nach vorne, Herr Oberstleutnant. Nee, Sie nach hinten. Befehl von mir. Nachher Schiffe gibt es einen Grog. Wie steht's? Bei den Nachbardivisionen drückt der Russe, will uns abschnüren. Wir kommen hier keinen Schritt weiter. Vorne an der Kreuzung, da steht ein Major von der Infanterie, der lässt nur seinen Haufen durch. Aha. Ich fahr mal vor. Zwecklos, der macht jeden zur Sau. Hat er gesagt. Verflucht! Hey, Sie da! Schluss! Meldet, Oberleutnant, Kreuzung feind frei! Großartig! So, mein Sohn, nun lass mich mal ran! Dritte Batterie, anrollen! Los! Thank you.
Herbert. Mensch. Na, wie war's zu Hause? Frag mich nicht. Hier, von Elisabeth. Und ein paar Bilder von deinem Kind. Danke dir schön. Mensch, was willst denn du noch hier? Mein Auftrag. Ach, doch alles längst abgebaut. Der Kommandeur ist in seinem neuen Gefechtsstand und wartet auf deine Funksprechgeräte. Hast du sie? Ja, und 12 Mann. Wo? Auf dem Flugplatz draußen. Ich muss den Kommandeur sprechen. Wo fährst du hin? Ich fahr zur Feuerstellung. Ist dort noch Kabelverbindung? Ja. Nimm ich mit. Los. Mensch, Hannes, dass du da bist. Wie war's denn, alter Junge? Wer ist das? Unteroffizier Vierwein meldet sich von der Ersatzabteilung zurück. Ah, Sie sind also der sagenhafte Geschützführer mit den 7 Panzern. Sie kommen wie gerufen, wir haben Panzeralarm. Ich muss zum Herrn Oberstleutnant melden, dass die Funksprechgeräte da sind. Der Oberstleutnant ist nicht mehr da, dem nützt Ihre Funkgeräte jetzt gar nichts mehr. Sie bleiben hier. Sehen Sie die Höhe, links voraus. Jawohl, Herr Hauptmann. Von da übersehen wir das ganze Vorfeld für den Fall, dass die Panzer kommen. Da haben Sie Gelegenheit zu zeigen, was Sie können, Unteroffizier Vierwein. Also, Geschütz 4 auf die Höhe. Aber da kommen wir mit dem schweren Geschütz doch gar nicht rauf. Wir bleiben unweigerlich im Dreck stecken. Dann nehmen wir die Pakta. Aber Herr Hauptmann, das Beutegeschütz, Sie wissen doch selbst, dass wir dafür viel zu wenig Munition haben. Noch ein Wort, Asch! Und ich stelle Sie vor ein Kriegsgericht wegen Feigheit vor dem Feind! Aber Herr Hauptmann... Los jetzt! Die Pakta vorne! Panzer, halb rechts! 3 Panzer! Fünf! Dort rechts! Was machen denn die? Die spielen wohl Zirkus. Die drehen sich über den Deckungslöchern unserer Infanterie, bis die armen Kerle hin sind. Worauf warten wir noch? Feuern! Wir haben nur 5 Schuss! Wenn ein Schuss daneben geht, sind wir alle erledigt. Herr befohlen zu feuern! Ausradieren. Da dreh den Panzer ab. Auf unsere Geschützstellung. Wo muss ich hin? Der türmt. Thank you.
Maschine! Los! Auf dem Weg zur Front. Meine Ingrid. Fast alle Menschen leben im Krieg aneinander vorbei, weil sie nicht zusammen leben dürfen. Das geht nicht nur dir und mir so. Aber jeder Krieg hat ein Ende. Und dann will ich nur noch für dich auf der Welt sein. Und für unsere Kinder. Lauter Mädchen sollen es werden. Weil die im Leben etwas mehr geliebt werden und ein bisschen weniger stramm stehen müssen. Katrin, Barbara und Elisabeth sollen sie heißen. Was meinst du? In mir ist ein Wunsch nach einem Fenster, durch das man das ganze Leben sehen kann, soweit es ohne Krieg ist. So ein Fenster müssen wir in unserer kleinen Wohnung haben. Und wenn wir es aufmachen, dann sehen wir in einen Garten, der so schön ist wie das Paradies. Katrinchen sieht dann die Blumen, Barbara die Schmetterlinge und Elisabeth die Sonne. Und wenn es wieder Frieden gibt, ist auch wieder viel Musik in der Welt. Und alles ist voll Harmonie. Und dann trennen wir uns nie mehr. So wie die Menschen im Märchen. Bis dahin werde ich immer an dich denken, ganz gleich, wo ich bin. Unser Leben ist das von Millionen. Die meisten sprechen nur nicht davon. Aber in uns allen ist eine große Sehnsucht nach einer Zeit, die ohne Krieg ist. Freue dich so auf unser Wiedersehen, wie ich mich freue. Dann ist schon alles gut. Ich schreibe keine Unterschrift, weil die immer so abschließt.